Meister Eder und sein Pumuckl. Ein Podcast von Bayern 2. Grüß euch Gott. Sagt mal, seid ihr auch in den April geschickt worden, ja? Der gute Meister Eder und der Pumuckl sind nämlich auch reingefallen. Aber wer zuletzt lacht, der lacht bekanntlich am besten. Und wer zuletzt gelacht hat? Nun, das will ich euch erzählen. Erinnert ihr euch an die Stammtischrunde, zu der der Meister Eder ab und zu geht? Ein Spengler, ein Mechaniker und ein Schlosser gehören dazu. Vor allem an den Schlosser, Karl Bernbacher heißt er, solltet ihr euch erinnern. Der hat den Meister Eder wegen seines Pumuckls besonders ausgelacht. Und weil den Pumuckl diese Auslacherei sehr geärgert hat, hat er damals den Schlossermeister wieder geärgert, bis der auch nicht mehr wusste, ob er an einen Kobold glauben soll oder nicht. Seitdem lachen sie den Meister Eder nicht mehr so viel aus. Aber die Koboldsgeschichte ist ihnen doch ein Dorn im Auge geblieben. Und so ist es gekommen, dass sie, als sie am Tag vor dem 1. April wieder einmal beisammen saßen, sich einen Aprilscherz ausgedacht haben. Prost. Prost! Übrigens, wisst ihr eigentlich, dass morgen der 1. April ist? Jäckel, ja. Gut, dass du mich erinnerst. Man weiß nie, ob es nicht jemand einfällt, dass er einen in April schickt. Mhm. Kinder, ich hab da eine Idee. Ja? Wir schicken einen Eder in April. Ja. Ja, der will uns doch ewig weismachen, dass er einen Kobold hat. Ja. Der hat uns ja schon so tratzt damit und jetzt tratzen wir einmal ihm. Ja, ja, aber wir? Ja. Behaupten wir, dass wir jetzt auch einen Kobold haben? Ja, ja. Wir lassen was verschwinden und sagen, das war der Kobold. Mhm. Ja, na, sagt er, kann schon sein und aus ist. Nein, nein, das müssen wir ganz anders machen. Wir behaupten, wir hätten erfahren, dass noch jemand einen Kobold hat. Und zu dem schickt man hin. Ja, meinst du, dass er das glaubt? Warum denn nicht? Warum soll ausgerechnet er den einzigen Kobold haben, den es auf der Welt gibt? Ja, ja, das ist eigentlich auch nicht zu meinen. Na, ist auch nicht. Also, gibt's nur einen zweiten. Und der hat so Sehnsucht, den ersten kennenzulernen. Aha! Das gibt der Gaudi. Ja, genau. Aber wie machen wir das, dass er es auch glaubt? Ja, mein, das müssen wir natürlich ganz schlau einfädeln. Wir müssen so tun, als ob wir das auf gar keinen Fall glauben dann. Wir glauben schon sein Kobold nicht, sagen wir. Erst recht nicht, dass es noch einen zweiten gibt. Das ist uns bloß erzählt worden und wir erzählen sie ihm halt weiter für den Fall, dass es ihn interessiert. Naja, er kann ja einmal hingewinnen, wo ich, sagen wir, mitsamt sein Kobold und den zweiten Koboldbesitzer aufsuchen. Und vielleicht sind die zwei Kobolde Brüder. Und feiern dann fest, verstehst du? Nein, Fantasie hast du, du sollst Schriftsteller werden. Ja, aber die Geschichte hat zum Eder nicht erzählt, wenn ich dabei bin. Ich muss so lachen, dass er alles merkt. Nein, nein, mein Lachen darf man natürlich nicht. Ja, aber wir müssen uns ausdenken, bei wem der zweite Kobold lebt. Bei einem von uns? Nein, 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 nie, nicht bei uns. Das hat er viel schnell heraus. Er muss schon mindestens durch die halbe Stadt gehen. Und es muss jemand sein, den wir auch kennen, mhm, damit wir auch erfahren, ob er hingegangen ist und was er gesagt hat. Ja, ja, und es muss einer sein, ja, der auch Holz verarbeitet. Dann wird es glaubwürdiger. Ach so. Kobolde sind nur, wo es Holz gibt. Das hat er da damals gesagt. Mhm. Ja, also ich weiß jemand. Wen? Ja, wen denn? Ja, ein Drechsler Meister Zacharias. Das ist einer, der für Kobolde gar nichts übrig hat. Die zwei, wenn ich mir beieinander vorstelle, wie sie über einen Kobold reden. Sag mal, sein Zacharias, dass der Eder kommt. Ach wo, das sagen wir nicht. Na, wird's ja viel komischer. Es ist doch der 1. April. Kennt der Eder den Zacharias? Ach wo, ich glaub nicht. Und wen nachher nur ganz flüchtig. Also, wenn ich mir vorstelle, wird der Eder beim Zacharias einen Kobold suchen. Und wird der Zacharias den Eder für narrisch halten. Kobolde, vereinigt euch. Psst, nicht so laut. Wenn der Eder reinkommt, dann haben wir doch gar nicht den notwendigen Ernst. Ja, und wenn er heute nicht kommt? Macht auch nichts. Dann gehe ich morgen gleich zu ihm hin und sag's ihm, den Spaß lasse ich mir nicht auskommen. Aber du musst so sagen, dass er nur am 1. April hingeht. Ja, ja. Heilig, lasst's mich nur machen, Kinder. Also, für den April-Scherz zahle ich eine Runde. Ja. Wird eine Runde Zwetschgenwasser auf meine Kosten. Bravo, das ist der Meister Eder ist an dem Tag nicht an den Stammtisch gekommen. Und so ist am nächsten Tag, dem 1. April, der Schlosser zum Meister Eder gegangen.
Natürlich hatte Eder an dem Tag nicht auf den Kalender geschaut. Und auch wenn er es getan hätte, wäre ihm wahrscheinlich gar nicht in den Sinn gekommen, dass ihn jemand in den April schicken könnte. Seit Jahren hat ihn niemand in den April geschickt. Und der Pumuckl wusste von dieser menschlichen Sitte, oder sagt man besser Unsitte, nichts. Der kleine Kerl saß gerade in seiner Schaukel und dichtete. Oh, was bin ich schlau. Schaukle auf der Schau. Kell und bin ganz sitt. Sam auf Tritt und Schritt. Ui, ui! Ich hab eine neue Art Gedicht gefunden, das sogenannte Trenngedicht. Hast du das gehört? Ja. Gut ist es. Was? Jupp, heidi, heidei. Wie bin ich doch weise, wenn ich neue Gedichte mache, juche. Also, ich weiß nicht. Besonders schön finde ich die Art von Gedichten nicht. Aber ich, sie sind nicht nur schön, sie sind auch sehr, sehr schwer. Ah. Aber davon verstehst du ja nichts. Ja, freilich. Du verstehst vielleicht was von Holz, ja, aber von Kunst. Und außerdem ist mir so langweilig, gar nichts passiert, überhaupt nichts. Ich muss jetzt mal wieder was passieren lassen, oder es muss sich was passieren, oder uns muss was passieren, oder es passiert einfach... Sei stark, da kommt wer über den Hof. Jäger, das ist ja der Schlosser. Ja, der Bärenbacher Karl. Grüß dich, Gott. Grüß Gott. Was führt dich heute schon zu mir? Oh, nix weiter, ich komm nur gerade so vorbei. Ah, das ist nett, dass du reinschaust. Ja, gestern war es gar nicht am Stammtisch. Ah, allerweit die Wirtshaushockerei. Ah, trotzdem ist es schade, dass gestern ausgerechnet nicht da warst. Warum? War eine ziemliche Gaudi. So? Ja, und gerade für dich war es recht interessant gewesen. Meinst du? Sag einmal, kennst du eigentlich einen Drechslermeister Zacharias? Ah, den Namen habe ich schon mal gehört. Aber kennst du ihn nicht. Na, dann wär's aber höchste Zeit, dass du ihn kennenlernst. So. Warum? Oh, wir haben auch so gestritten wegen dem gestern. Weißt du, das ist ein Freund vom Spangler. Ja. Und der Spangler ist gestern gekommen und hat gesagt, jetzt glaub ich's aber. Was? Jetzt gibt's noch mehr die Spinnen. Wieso? Ja, haben natürlich wissen wollen, was er damit meint, gell? Ja, ja. Dann hat er's uns erzählt. Also pass auf. Ja. Der Zacharias, der Drechsler, ist ganz verstört zu ihm gekommen und hat gesagt, also gell, jetzt gehst du aber nicht gleich in die Luft. Ich verzeih dir bloß, was der Spangler gesagt hat. Glauben, ja, die haben es ja sowieso nicht. Also... Ja, was hat denn der Zacharias gesagt? Ja, ich trau mir's gar nicht sagen, sonst meinst du am Ende, ich der Bleckte. Okay, mach's nicht gar so spannend. Also, der Zacharias hat auch einen Kobold. Nein. Mhm. Was du nicht sagst? Der hat einen Kobold? Jetzt sag einmal selber, das kann doch gar nicht sein. Was heißt da, das kann nicht sein? Das kann freilich sein. Warum soll es denn nicht mehr einen Kobold geben? Ja, das hat der Mechaniker auch gesagt. Wir sind direkt in Streiten gekommen deswegen. Die einen haben gesagt, es gibt überhaupt keinen Kobold und die anderen haben gesagt, wenn schon, dann kann es auch mehr geben. Mhm. Also weißt du, ich finde, und das finden wir alle, ich finde, du solltest sozusagen als Fachmann einmal zu dem Zacharias hingehen. Hat der Spangler dem Zacharias von mir erzählt? Aber, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob er da was erzählt hat. Na ja, war ganz interessant. Gell? Na ja, ich kann einmal gelegentlich beim Zacharias vorbeischauen. Braucht der ein paar Drechsel, die von einem alten Bauernschrank hin? Nein, du, also weißt, wenn du schon hingehst, dann müsstest du heute noch hingehen. Heute noch? Ja, der Zacharias will nämlich verreisen. Ja. Und zwar morgen. So? Ja, ich glaube, der will seinem Kobold auskommen, weißt. Oder loswerden wollen oder irgend sowas. Jedenfalls, wenn du nicht gleich heute noch hingehst, dann kann es leicht sein, dass der Spuk vorbei ist. Heute noch? Ja. Ja, heute habe ich aber gar keine Zeit. Aber geht zu. Nachmittag wirst du noch eine Stunde rausschinden können. Und anschließend kommst du noch rüber zum Wirt und verzeihst uns, was an der ganzen Geschichte wahr ist. Hm? Wo wohnt er denn, der Zacharias? In der Bremerstraße, auf Nummer 5. In der Bremerstraße? Ha? Das ist ja auch nicht gerade der nächste Weg. Ja, geh, dann fährst du halt mit der Trambahn. Ja, das werde ich dann schon sehen. Also, ich bin gespannt. Gehst hin, gell? Ja. Bremerstraße 5, nicht vergessen. Zacharias heißt er. Ja. Fragst heute halt ein bisschen vorsichtig, nicht? Mhm. Kannst ja deinen eigenen Kobold mitnehmen. Ja. Und sagst dann Gruß vom Spangler und ich muss jetzt wieder gehen. Ja, ja. Die Arbeit ruft. Also, servus Eder, gell? Ja, ja, servus Bärenbacher. Oh! Na, na,
na, was hast denn? Haben meine Ohren recht gehört? Ich springe auf der Stelle durch die Decke. Ich reiße mir einen Fuß aus. Ich zerspringe. Noch ein Pumuckl. Ja, meinst, dass das gibt? Gibt's außer dir nur mehrere? Nein. Also solche wie mich, das gibt's nur einmal. Nämlich mich. Ich meine, so schlau und so gescheit und so brav und so lieb und so... Und so alles miteinander, das bin nur ich. Jawohl, aber andere Kobolde, also ich bin noch nie einem anderen außer mir begegnet. Aber es kann natürlich schon sein. Dass du dich da eigentlich noch nie darum gekümmert hast. Wieso? Das wundert mich eigentlich. Ja, das ist ja gar nicht Koboldsart, nach anderen Kobolden zu schauen. Das ist so? Ja, das ist mehr so, also, das kann man ja kaum aussprechen, Heinzelmännchenart oder Gartenzwergeart. Die müssen immer in ganzen Horden zusammenleben, weil einer allein ja gar nicht so tugendboldig sein kann. Ich bin aber kein Tugend, sondern ein Kobold, verstehst du? Ja, und ob ich das verstehe. Also? Aber sag einmal, was soll man jetzt machen? Soll man da hingehen? Ja, natürlich gehen wir da hin. Ich täte ja ganz gern Erfahrungen mit jemand austauschen, dem es so geht wie mir. Nur eins möchte ich vermeiden, dass ich nachher zwei Kobold am Hals habe. Der Zacharias will doch den Sein loswerden, das hast du ja gehört. Wenn es ein richtiger Kobold ist, wird er ihn nicht los, das weißt du ja von mir. Komm, da gehen wir jetzt mal gleich hin. Nein. Auf der Stelle. Nein, gleich kann ich nicht. Warum? Ich muss schon zuerst die Arbeit da noch fertig machen. Aber heute Nachmittag können wir ja mal hinspazieren. Gut, und ich mache inzwischen ein Gedicht, und zwar ein Meistergedicht, und das bringe ich mit. Mhm. Dann wird er gleich sehen, dass ich ein fabelhafter Kobold bin. Ja, aber der Zacharias kann die ja nicht sehen. Nein, das kann er nicht. Und du kannst seinen Kobold auch nicht sehen, aber Kobolde untereinander, die können sich vorzüglich sehen. Und ich bringe mein Gedicht ja auch nicht dem Menschen mit, sondern... Ja, was, wem? Meinem Freund. Das wäre ja eine spannende Geschichte, wenn das alles wirklich stimmt, was der Birnbacher erzählt hat. Warum soll es denn nicht stimmen? Na ja... Kann ja sein, dass der Zacharias ein wenig spinnt. Also jetzt sagst du das Gleiche, was die Leute immer über dich sagen. Und du weißt doch ganz genau, dass man nicht spinnt, wenn man einen Kobold hat. Ja, da hast du eigentlich recht. Also, wir gehen heute Nachmittag zum Zacharias. Der Pumuckl hat es kaum erwarten können, bis der Meister Eder endlich so weit war mit seiner Arbeit, dass er weggehen konnte. Es war so gegen 4 Uhr nachmittags, als sie aufbrachen. Die Drechslerei Zacharias war leicht zu finden und der Drechslermeister war gerade allein in seiner Werkstatt. Fast vorsichtig öffnete Meister Eder die Tür. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie wünschen? Eder Horsi. Hat Ihnen der Spanglermeister Schmidt von mir erzählt? Der Schmidt? Nein, nicht, dass ihr wisst. Ja, also, ich bin Schreiner. Der Schreiner Eder. Ja. Und der Pumuckl ist auch dabei. Wer? Der Pumuckl. Wissen Sie, das ist mein Kobold. Ihr was? Mein Kobold. Pumuckl heißt er. So, Pumuckl. Hm. Ein netter Name. Sehr nett. Und wie heißt der Ihre? Wer? Na, Ihr Kobold halt. Wissen Sie, mir gegenüber können Sie ruhig zugeben, dass Sie einen Kobold haben. Ich halte sie nicht für narrisch. Ich kenne das. Man mag gar nicht drüber reden, weil einer jeder reif für ihren Haushalt. Ja, Dings. Aber da brauchen Sie sich nichts denken. Man gewöhnt sich dran. Ich weiß nicht. Doch. Ich hab mir seit 3 Jahren und es ist mir völlig wurscht, was die Leute denken. Sie haben den Ihren noch nicht so lang, gell? Nein, gar nicht. Aber entschuldigen Sie, Herr... Eder. Herr Eder. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich will Sie ja gar nicht aufhalten. Aber wo haben Sie denn Ihren Kobold? Wissen Sie, mein Pumuckl freut sich ja so. Und wir sollten die zwei da ein bisschen zusammenlassen. Ich verstehe eigentlich nicht so ganz, was Sie wollen. Soll ich das Ganze ein Aprilscherz sein, oder? Aprilscherz? Ja, immerhin ist heute der 1. April. Was ist das? Heute ist der 1. April? Ja. Ja, dann sagen Sie, ja? Haben Sie gestern einen Schmied getroffen? Ach wo, den Schmied habe ich schon mindestens 14 Tage nicht mehr gesehen.
Und Sie verreisen auch nicht morgen? Ich und verreisen? Keine Spur. Dann haben mich die Pfei gerade in Abrück geschickt. Ja, die Bande, die. Also dann, entschuldigen Sie vielmals. Machen Sie nichts draus, das passiert heute mehr Leid. Es tut mir nur so leid um einen Pumuckl, weil er sich so gefreut hat. Ja. Ah, jetzt haben wir es schon. Jetzt kriegt er eine Wut. Na, warum rutscht denn da alles vom Tisch runter? Ich sag Ihnen doch, das ist der Pumuckl. Ah, jetzt lassen Sie doch den Unsinn. Sie können mich doch jetzt in April schicken. Wenn ich es Ihnen sag. Nicht Pumuckl. Lass die Uhr hängen. Daher. Aber Herr Eder, was haben Sie denn? Oh, nix weiter. Wir gehen jetzt schleunigst. Und wenn Sie einmal einen Schmidt treffen, na, sagen Sie ihm einen schönen Gruß von mir. Au! Aber Pumuckl, der Herr Zacharias kann wirklich nichts dafür. Was? Komm jetzt. Auf Wiedersehen, Herr Zacharias. Ja. Auf Wiedersehen. Die haben gelogen. Die haben so gelogen. Und ich habe ein so schönes Gedicht gemacht. Und ich kann das nicht einmal vergessen, das Gedicht. So gut habe ich es gekonnt. Und ich wollte doch einen Freund haben. Komm, Pumuckl, du kriegst einen Schokolade im Silberpapier. Und schau, ich bin da auch ein Freund, ja, von dir. Ich wollte einen kleinen Freund. Aber ich bin ja ein Depp. Ich hätte mir's doch denken können. Hätte ich nur auf den Kalender geschaut. Wenn ich gewusst hätte, dass 1. April ist, wäre ich da drauf nicht reingefallen. Aber gut hat er seine Rolle gespielt, der Bernbacher. Das muss man ihm lassen. Und ich lass mir so in April schicken. Nein, ja, aber wir sind doch gar nicht in den April, sondern wir sind doch in die Werkstatt von dem Drechsler geschickt worden. Ja. Ich verstehe das mit dem April überhaupt nicht. Dabei müsstest gerade du das gut verstehen. Nein, wieso? Nein, das ist ja so. Die Menschen dürfen sich am 1. April ein wenig zum Narren halten. Man sagt was, was nicht stimmt, und wenn der andere drauf reinfällt, ist er ein Aprilaff. Aber ich sag nie was nicht stimmt, und ich will auch kein Aprilaff sein. Ich mag Affen überhaupt nicht, und du sollst auch kein Aprilaffe sein, sondern der Mensch, der uns so angelogen hat, der soll ein Aprilaffe sein. Jawohl! Ja. Jawohl! Dieser Mensch! Den darf ich auch gern wohin schicken. Ein bisschen revanchieren, das wäre ganz schön. Du bist auch für Rache. Ja. Ich wäre auch für Rache. Ui, dann wollen wir uns doch auf der Stelle rachen. Rächen. Gut, ich bin zu jeder Räche bereit. Rache. Rache? Ja, aber wie? Ich kann ihn ja nicht irgendwo hinschicken. Das durchschaut er ja gar nicht. Dann schicke ich ihn irgendwo hin. Ich hab's. Pass auf. Er soll auch wohin kommen, weil da ein Kobold ist. Und wenn er dort ist, ist auch kein Kobold dort. Aber es ist doch ein Kobold dort, wenn er meint, dass keiner dort ist. Langsam. Da bin ich jetzt nicht mitgekommen. Also pass mal auf, ich sag's nochmal. Ja, pass noch auf. Mal, also ich sause jetzt so schnell ich kann zu dem Zacharias. Und dann bin ich... Ja, das wirst du dann schon sehen. Oh, wenn ich Rache rieche, räche ich fürchterlich. Fürchterlich! Und fort war der Pumuckl. So ein kleiner Kobold kann ja wieder Wind sausen, wenn er unsichtbar ist. Und es hat gar nicht lang gedauert, da war er wieder in der Drechslerwerkstatt. Der Herr Zacharias drechselte gerade einen sehr schönen Stuhlfuß. Na, was hat denn die Maschine, das einfach aufhört? So was Blöds. Ja, der Knopf von der Sicherung ist rausgesprungen. Ja, Herrschaftszeiten schon wieder. Was war jetzt das? Wird draußen was gewesen sein? Also der Mensch mit seinem Kobold, der hat mich ganz draus gebracht. Jetzt fang ich schon an, Stimme zu hören. Da muss was nicht stimmen an der Maschine. Da muss da irgendwo ein Wackelkontakt drin sein, dass der Knopf von der Sicherung allweil wieder rausspringt. Oder die Sicherung ist alt. Ich muss da wo noch eine neue Sicherung haben. Ah, drum in der Wohnung habe ich eine. Au! Wie habe ich jetzt da einen Schlag kriegen können? Also ich glaube, ich muss mich gleich ein bisschen hinlegen. Ja, ich kann ja Schüttel hinmachen, dass die Leute in der Wohnung leiten sollen. Ja, in drei Teufels Namen, wo ist denn das Schüttel? Jetzt gab ich aber bald an alles Mögliche. Wie bin ich denn jetzt an den Blumentopf hingekommen? Mir wird ganz anders.
Was ist denn das bloß? Ich geh nach. Ich brauch bald einen Tropfen. Ich sperr zu. Halt! Halt! Wo hab ich denn jetzt den Wohnungsschlüssel hin? Den muss ich in der Werkstatt liegen lassen. So was Blöds. Muss ich nur mal die Werkstatt aufsperren und den Wohnungsschlüssel holen. Ja. Ja, grüezi, Nesni. Ich hab da gerade zugesperrt. Wo hab ich jetzt den Werkstattschlüssel hin? Ich hab ihn da in die Hosentaschen gesteckt. Ich werd da nicht daneben gesteckt haben. Was suchst du denn, Herr Zacharias? Mein Werkstattschlüssel suche. Der muss da irgendwo liegen. Den muss ich da daneben gesteckt haben. Ja, ich helfe Ihnen suchen. War es ein großer Schlüssel? Nein, so mittel. Ja, also ich sehe hier nirgends einen Schlüssel. Haben Sie denn keinen zweiten? Ja, freilich habe ich einen zweiten, aber der liegt in der Wohnung. Und in der Wohnung kann ich nicht, weil der Wohnungsschlüssel in der Werkstatt liegt. Ja, und jetzt können Sie weder in die Wohnung noch in die Werkstatt rein. Ja, ich könnte mir alle Haare ausreißen. So was Sautums. Aber schon die ganze Zeit geht es so. Ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Ja, da können Sie jetzt nichts tun, als einen Schlosser anrufen. Ich hab Telefon. Rufen Sie halt schnell auf meinem Apparat an. Komm, ja, das ist das Gescheiteste. Ja. Ich rufe den Bernbacher Karl an. Das ist ein Freund von mir und der kommt sicher gleich. Der hat mir heute schon jemanden auf den Hals geschickt. So, rufen. Ja, danke. Ich rufe ihn gleich an. Ja. So. Hä? Bernbacher? Ja, hier ist der Zacharias. Ja, der Zacharias, servus. Sag einmal, war der Eder bei dir? Ja, der war da und seitdem geht alles schief. Ja, du wirst ja nicht glauben, dass du wirklich einen Kobold hast. Ja, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Jedenfalls habe ich mich hinausgesperrt und zwar aus der Werkstatt und aus der Wohnung. Du musst gleich herkommen, ich kann nicht weiterarbeiten oder sonst was tun. Ja, freilich. Ein April auf werde ich sein. Das habt ihr euch bloß ausgedacht. Nein, Ehrenwort nicht. Du musst mir helfen. Du hast da einen Wagen, komm schnell her. Ja, geh, komm, ich bin doch nicht blöd. Jetzt hör auf mit deinen Sauten und den Brüschigen. Wenn ich das sage, ich sitze jetzt da in der Wohnung von der Frau Schneider und komm nirgends rein. Und wenn du nicht weißt, nachher kaufe ich dir eine Flasche Schnaps. Was? Das ist ein Wort. Also, ich komm gleich. Gut. So kam's, dass der Schlosser zum Zacharias gefahren ist, der in der Wohnung von der Frau Schneider auf ihn gewartet hat. Und dann sind sie gemeinsam zur Werkstatt gegangen. Und was entdeckten sie dort? Der Schlüssel steckte ganz unschuldig in der Tür. Klar, der Pumuckl hatte ihn aus der Hosentasche stibitzt und wieder ins Schloss gesteckt, während der Drechslermeister bei Frau Schneider war. Dem Zacharias hat alles Beteuern nichts genützt, dass er den Schlosser nicht foppen wollte. Er musste die Flasche Schnaps bezahlen. Aber nicht genug damit. Als der Schlosser wieder in sein Auto steigen wollte, da war der Autoschlüssel weg. Den hatte natürlich der Pumuckl. Nun, ein Schlosser kann sich da helfen. Er hat den Motor auch ohne Schlüssel in Gang gebracht. Aber sobald das Auto angelassen war, ertönte die Hupe und hörte nicht mehr zu hupen auf. Und warum? Der Pumuckl saß drauf. Da muss ein Kurzschluss drin sein, schalt den Motor wieder ab. Ja, sonst nichts mehr, wo ich froh bin, dass er laufen. Aber anders geht's nicht, schalt ab. Gott sei Dank, dass das Hupen aufhört. Schau mal das Kabel noch. Nein, da fehlt nichts. Ja, und Sicherungen? Nein, an denen liegt's auch nicht. Ich glaube viel mehr, dass das unterm Lenkrad ist. Ja, dann nachher mach's Lenkrad runter. Da hab ich doch das Werkzeug nicht dazu. Und überhaupt, jetzt probieren wir's nochmal. Vielleicht hört's dann auf, wenn ich ihn anlasse. Ja. Schalt ab, um Himmels Willen, alle Leute, schau aus dem Fenster. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Mechaniker anzurufen. Mein Stammtischfreund, der ist Mechaniker. Der kommt sofort. So. Ja, er ist auch gekommen, aber nur nachdem ihm der Schlosser zweimal Bier versprochen hatte, als Sicherheit gegen einen eventuellen Aprilscherz, den der Mechaniker ebenso hinter der Geschichte vermutete wie vorher der Schlosser. Schließlich hatte der Mechaniker ja die Sache mit dem Zacharias-Kobold mit ausgeheckt. Und dass er jetzt ausgerechnet auch zum Zacharias sollte... Er war sehr misstrauisch. Und siehe da, als er kam, stellte es sich heraus, dass dem Auto wirklich gar nichts fehlte. Kein Wunder, denn der Pumuckl war eben von der Hupe heruntergehüpft. Jetzt wusste wirklich keiner mehr, wer wen in den April geschickt hatte. Und obwohl sie sich gegenseitig dauernd beteuerten, dass das alles keine Foppereien gewesen seien, glaubte keiner keinem was. Schließlich ist Zacharias wieder in seine Werkstatt gegangen und nicht mehr in die Wohnung, und die beiden fuhren heim. Auf dem Rücksitz aber hockte der Pumuckl und hielt zwei Schlüssel fest in seinen Fäusten.
den Autoschlüssel und, tja, und den Wohnungsschlüssel vom Drechsler Meister Zacharias. Die beiden Schlüssel brachte er dem Meister Eder, der gerade dabei war, zum Stammtisch zu gehen, wie es ja ausgemacht war. Der Pumuckl hat ihm schnell alles erzählt und beide freuten sich diebisch. Und weißt, was du jetzt noch tun musst? Die beiden Schlüssel in die Joppentasche vom Schlosser praktizieren. Ja. Oh, die Stunde sei gesegnet, wo der Schlosser mir begegnet. Und zwar tust den Autoschlüssel rechts und den Wohnungsschlüssel links rein. Ja? Wer gelacht, wird gemacht. Los, schnell, komm, gehen wir. Die Handwerker waren schon versammelt, als der Meister Eder mit seinem Pumuckl ankam. Und im allgemeinen Trubel war es natürlich für den Pumuckl leicht, die beiden Schlüssel in die Joppentaschen vom Schlosser verschwinden zu lassen. Ah, da kommt jetzt ja der Eder. Grüß Gott, Benan. Grüß dich. Jetzt sag einmal ehrlich, Eder, was hast du mit den Zacharias ausgemacht? Das war doch eine abgekarrte Sache mit den Werkstattschlüssel. Weil du dich geärgert hast, weil wir den nach Brühl geschickt haben. Ja, habt's mich doch nicht in Brühl geschickt. Komm, tu doch nicht so. Wir wissen ja längst, dass du draußen warst beim Zacharias. Warum? Wart's hier auch draußen? Geh, tu doch nicht so. Und dann habt ihr euch das ausgedacht, dass wir zwei auch rauskommen müssen. Er wegen dem Schlüssel und ich wegen dem Auto. Aber wenn ich dir doch sag, das mit dem Auto ist wirklich wahr. Also, jetzt streiten wir nicht. Jetzt wollen wir's wissen, wie es war. Also, Eder, du warst draußen. Ja, und dein dummes Gesicht hätte ich sehen will. Was ihr bloß habt, ich war draußen und ich danke euch recht schön für den Hinweis. Bitte, bitte. Ja. Der Zacharias hat wirklich einen Kobold. War sehr interessant für jetzt mich. Jetzt hör auf. Aber wenn ich es euch sage, das ist ein Kobold, der auf Schlüssel spezialisiert ist. Auf Schlüssel? Ja, ein Schlüssel-Kobold. Ja, sehr interessant. Ja, ja. Das darfst du uns heute gern weismachen. Ja, was warst denn da weismachen? Das ist ja so. Dir geht doch der Autoschlüssel ab. Ja. Nachher lang in der rechten Rucktasche, wärst sehen, da ist er drin. Ja, was du nicht sagst. Ich bin jetzt neugierig. Ja? Ui. Fei grad, da ist er. Jetzt das ist mein Autoschlüssel. Aber in der Tasche habe ich doch zuerst gerade gesucht gehabt. Wenn ich dir sage, der Zacharias hat einen Kobold für Schlüssel, wennst nämlich in deine andere Taschen. Entschuldigen die Herren, wenn ich Ihre Unterhaltung störe. Aber ein Herr Zacharias hat gerade angerufen. Was? Der Herr Bernbacher soll nur einmal zu ihm kommen. Er kann nicht in die Wohnung rein. Er hat seinen Schlüssel. Brauchst nicht weiterhin, Wirt. Der Herr Bernbacher hat den Wohnungsschlüssel von Zacharias, nämlich in seiner linken Rocktasche. Ach, der. Jetzt, da schau her. Jetzt schnapp ich über. Das ist um Zacharias sein Wohnungsschlüssel. Nein, aber schnapp so nicht über. Sondern fahr schon zum zweiten Mal dahin, wo du gemeint hast, dass du mich in April hinschicken kennst. Und bring dem Zacharias seinen Wohnungsschlüssel und sag seinem Kobold einen Gruß von mir und von meinem Kobold. Also, Eder, wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn jetzt vor dir ziehen. Das ist die großartigste Revanche, die ich je erlebt habe. Ja. Ich stifte Runden und gib mich geschlagen. Eins weiß ich sicher, Eder. Die schickt man nie mehr in Abrühe. Deinen Zauberkunststückeln sind mir alle nicht gewachsen. Ja, seine Zauberkunststückeln oder seine Kobold. Ich kenne mich nicht mehr raus. Wie sollte er sich auch auskennen? Versteht diese Geschichte doch nur, wer den Meister Eder und seinen Pumuckl so gut kennt wie wir. Nicht wahr? Und wie die Geschichte weitergeht, das hört ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören. Pumuckl, der Hörspielklassiker.